Okay. Was hat für ein Boss Zergs? Aber cool Fights. Na, es sind keine Fights. Ich will einfach nur rumsprinten. Komm schon. Die kleinen Ratten. Die campen da. Unglaublich. Oh, das vernichtet mich fast. Dass sie da gecampt haben. Hier draußen gibt es keine Collectibles. Okay. Fast. Fast die kleinen Zecken. Okay, hier. Das nehmen sein. Das Storinieren sein. Die Stadt ist voller Neon, das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums, da haben die Grünen reagiert anscheinend. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein, Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in ihren Häusern jede Menge Licht anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Ja, Farben sind cool. Selbst Regenbogenlichter. Bastelmeister. Bastelmeister. Das hilft auf jeden Fall, wenn man die Puzzles gerade schon davor gemacht hat. Wahrscheinlich genau da ich das jetzt gesagt habe, werde ich irgendwo abslippen. Komme ich rauf? Ja. Bastelmeister. Und sehr kleinen Zirkses. Oh boy, schlechtes Timing, ganz schlechtes Timing. Lass sie raus. So, jetzt bin ich richtig. Ich komme da nicht drüber. Nein, passt. Bastelmeister. Okay, rauf hier. Und der Turm wird auch anscheinend in Speed-Tempo gemacht. Die Stelle. War ein Puzzle da, dass als nächstes kommt. Ich habe mich nicht schwer getan, aber es ist irgendwie geglitscht. Also mal schauen, ob es diesmal besser geht. Push. Und weiter. Ab rein da. Hier rauf. Nun Katzensprung entfernt. Ah, ich weiß schon wohin. Oh, der ist sogar nachgekommen. Krass.
da. Dann nehmen wir. Zu beweglich. Da diese Stelle. Und die wankt wie krass. Kommt schon den kleinen Blutsauger. Hopp, hopp, drauf da. Oh, was zum Teufel. Das wird nicht flüssig gegangen. Und rein hier. Oh, da bestimme ich nicht. Da hinten darf noch etwas kommen. Lebe überhaupt zu mir? Ich glaube nicht. Da hinten darf noch was zum Lesen. Ich erinnere mich. Die Neko Corporation. Sie waren für die Abfallwirtschaft zuständig. Als der Müll aus der oberen Ebene des Slums überflutete, versuchten sie ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium. Sie wuchsen und fraßen weit mehr als nur Müll. Und jetzt haben wir Zirks. Los geht's. Ja, ja. Typisch. Typisch. Corporations. Okay, mehr Zirks. Mehr Tower Climbing. Ah ja, diese Stelle. Der letzte fette Kampf hier oben. Start. Es werden da noch mehr kommen. Tschüss. Zirkses. Ich jage nur meinen eigenen Tail hier. Meinen eigenen Tail. Nicht das andere Wort. Wir sind hier, befestige den Sendempfänger an dieser Antenne. Ist ein Boss. Wird gemacht. Oh, hier ist er. Schaut ziemlich gut aus, die Landschaft. Schau die Aussicht. Von hier aus ist es wunderschön. Ich erinnere mich jetzt, die Stadt. Sie sollte ein Schutzort sein. Sie sehen aus wie Sterne, aber sie sind es nicht. Nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich von der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich.
Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war nicht nur, die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass es meine Aufgabe ist, ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. War hier noch was Nützliches oder Interessantes oben? Glaub nicht. Gehen wir runter. Wir schauen uns um. Boah, das cool ausschaut, wie das echt cool ausschaut. Man sieht nicht so viel, aber es schaut cool aus. Ja. Cat is back. Back again. Guess who's back? The stray cat is back. The cat is back. The cat is back. It's gonna destroy your rack. It's gonna destroy your rack. Cat is back. Okay. Übersetzen, das hatten wir schon. Schau mal einen Zettel. Kleine Außenwäldler, wenn du das hier liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Wunderbar. Ja. Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet. Acht auf die Groß- und Kleinschreibung, wir sehen uns in der Bar, Mono. Das muss der Code für das Fenster neben dem Eingang sein, los geht's. Ja, viel Glück damit. Hier ist das Schloss für das Fenster, der Code lautet der. Nein. Okay, dann geht doch. Mono wartet in der Bar auf uns. Und dann nehmen wir den Weg runter. Das war's nicht wert. Okay. Nein. Warte. Da geht's doch runter, oder? Ja. Und ich erinnere mich, dass ich da was im Laden brauche. Hey, jo. Ich putze wieder die Treppe meines Ladens. Hör auf, meinen Laden zu bischen. Was? Hör auf, über meinen Laden zu spielen, du tollbatschiger Racker. Ja, sorry. Ich glaube dir das mal. Das brauche ich. War das sonst noch was Interessantes? Glaube nicht. Vielleicht irgendwo ein Musiker-Sheet, aber. I don't give a sheet. Musikerzettel. Ja. Ah ja. Automat, sehr wichtig. Gut, in Frieden, ihr Menschen. Die Menschen waren die ersten Bewohner hier. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst du, wie ist es, tot zu sein? Ich weiß, es klingt albern, aber wenn ich das sage. Aber sind sie wirklich im Frieden? Werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine KI anfühlt. Tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht verderben. Lass uns weitermachen. Es wird sich gleich anfühlen wie für einen Menschen. Das ewige Nichts. Speed. Thank you. Wo bin ich hier? Ah ja, ich weiß schon. Ich kann nicht mehr sprinten. Das wieder. Okay, ich will Sachen eintauschen jetzt beim Markt. Du. Gib mir die Kabel. Alter, ich bin der Kaufmann vom Markt.
Du gibst mir etwas, ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist das. Das ist ein Zartstromkabel, das Beste auf dem Markt. Zum Tausch will ich dafür ein Super Spiritus Reinigungsmittel. Yes. I got it. Bitteschön. Ende. Das ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. 3 Dosen Energy Drink, weniger ist nicht drinnen. Bitteschön. Und das habe ich mir im Englischen nicht leisten können, also das ist mal neu. Es ist ein Bild. Ein Robot, der putzt. Das ist ein früheres Gefährtenmodell. Damals hatten sie noch keine Persönlichkeit. Sie waren einfach nur glorifizierte, autonome Reinigungskräfte. Ich finde es toll, dass die schließlich in die Menschen nachgeahmt haben. Es ist, als hätten sie vermisst. Und irgendwie haben sie vor dem Aussterben bewahrt. Sie sind gute Roboter. Okay, also nicht wirklich wert. Nicht wirklich wert. Okay, Momo. Hier ist er. Hey, kleines Völkner, komm her. Ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Ich habe es fast geschafft. Hallo, hört mich jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus dem Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und... Warte, bist du das da? Momo? Ich fasse es nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, wir sind in Sicherheit, haben einen Weg nach oben gefunden. Hallo, hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Sehr gefährlich, Zugs überall. Kanalisation, wie, hallo? Verdammt nochmal, wir haben das Signal verloren. Was ist nicht? Sobald das heißt, am Leben und er und die anderen Außenwelt haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums. Aber wenn es alles geschafft hat, muss es einen Weg geben. Ich will seinen Namen nicht aussprechen. Geheimes. An der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Und dort wimmelst es von Zirks. Wir werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen, besonders aus dir kleines. Kleines? Ich bin doch ein Mädel. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Das geht nicht gut aus. Wer auch immer, ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Du bist gerade erst aufgewacht und maut mich schon an. Schämes. Mein Vater Doc war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung des Zirks. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Seamus war seitdem dann nicht dasselbe. Hör nicht auf Seamus, er hat nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zu den Außenweltlern. In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss dort sein, an dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Seamus. Komm schon, folg mir. Verdammt, meine Stimme geht schon ein. Aber es geht noch weiter. Okay. Machen wir die Musik an und folgen ihm. Thank you.
Komm schon, Seamus, mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Nun, das war zu erwarten. Diese Situation ist ziemlich hart für ihn. Er will nichts mehr von der Außenwelt hören. Mir will er nicht helfen, aber du, ich glaube, ich habe eine Idee. Hier, nimm Docs Notizbuch und sage es Seamus. Es enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Finde das Geheimlabor, kleine Außenwälter. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Aber ich bin fertig hier. Oh, geht nicht mehr. Stimme weg. Nein, muss schonen. Sorry. Peace out.